Hallo Leute, hier ist Ralf Seridis, euer Direktvertriebs-Network-Marketing-Coach. Ich möchte heute etwas Lustiges ansprechen, was ich sehr oft bemerkt habe, so in den letzten Wochen auf meiner Reise, wie ich unterwegs war, auch in Europa. Und sehr, sehr häufig treffe ich auf Leute, die ein Produkt vertreten, eine Marke vertreten, die großartig ist, die gute Produkte haben, zum Beispiel in der Gesundheitsindustrie. Aber sehr, sehr häufig passiert dann eines, und das ist eine sehr spannende Geschichte, dass Menschen, die ein Produkt vertreten oder eine Sache vertreten, dass die in Wirklichkeit ganz anders leben als das, was sie eigentlich vertreten. Das heißt, es gibt Leute, die verkaufen Gesundheitsprodukte oder bieten das anderen Leuten an, um gesünder zu sein, vitaler zu sein, mehr Energie zu haben, und das Produkt schaut wirklich großartig aus. Aber sie persönlich haben einen anderen Lebensstil. Sie leben keinen gesunden Lebensstil. Sie sind am Wochenende aus, sie trinken Menge Alkohol, sie essen auch Junkfood und haben eigentlich keinen vernünftigen Ernährungsplan. Sie sagen zwar, dass sie ihr Produkt nehmen, aber in Wirklichkeit merkt man das nicht. Man sieht auch nicht den Erfolg. Und es gibt Leute, die sind übergewichtig und die erzählen dann von einem Diätprodukt. Das macht nichts, wenn du übergewichtig bist. Übrigens auch keine Schande, sondern wenn du startest als Übergewichtiger, als jemand, der einen ungesunden Lebensstil hat und du hast dich jetzt verändert, durch das Produkt nimmst, verbessert hast, deinen Lebensstil verändert, isst jetzt gesünder, lebst gesünder, hast einen besseren Ernährungsstil, und gehst besser mit deiner Gesundheit um, machst Fitness, tust etwas für deinen Körper, dann glauben das die Leute. Aber wenn du nur Sports machst und wenn du dich einfach mit Junkfood ernährst, aber im Gesundheitsbereich tätig bist, warum sollen die Leute dann glauben, dass dein Produkt wirklich gut ist oder es wirkt oder Sinn macht? Genau das gleiche gilt für den Finanzbereich. Wenn du im Finanzdienstleistung tätig bist und du hast keinen Investmentplan, du hast keinen Absicherungsplan, du kennst dich nicht aus mit dem Haushaltsplan, du gibst also viel Geld aus, legst nichts zur Seite. Wie sollen Leute das glauben? Es macht nichts, auch wenn du pleite beginnst. Wenn du sagst, ich habe jetzt was entdeckt, ich mache das selber, zeigst das auch, dass du es benutzt, den Plan, und änderst auch deinen Lebensstil. Und genau darum geht es. Leute müssen merken, dass du einen gesunden Lebensstil hast, eine gesunde Industrie, einen finanziellen gesunden Lebensstil, wenn du im Finanzbereich tätig bist. Leute müssen aber spüren, dass du das lebst, was du sagst. Walk the talk, sagen so die Amerikaner, als du lebst, was du sagst. Also, wenn du etwas vertrittst, leb dein Produkt, steh dahinter, zeig den Leuten, dass es du da auch den Lebensstil an das angepasst hast, dann bist du am glaubwürdigsten für alles. Denke mal dran, wenn du ins Fitnesscenter gehst und der Trainer ist übergewichtig oder Trainer weiß relativ wenig über das, was er hier erzählt, dann glaubst du ihm auch nicht. Wenn du zum Doktor gehst und er gibt mir einen Diätplan und er ist selber übergewichtig, dann glaubst du ihm einfach nicht, dass die Dinge funktionieren. Also, oder wenn er raucht, glaubst du ihm dann, dass er einen gesunden Lebensstil weiß? Also, gesunde Gesundheitsprodukte, gesunder Lebensstil, Finanzprodukte, gesunder Finanzlebensstil. Einfach leb deine Produkte, leb deinen Service, leb deine Dienstleistung, zeig den Leuten, dass du es benutzt, aber leb es auch. Ich freue mich, dich zu hören. Wir sehen uns demnächst.